Sind wir online? Ja. Nee. Hallo zusammen. Hallo. Herzlich willkommen. Carola, hast du Bock? Ja, total. Ich freue mich. Ja, sehr gut. Wir haben auch sehr das Megathema des Todes heute. Und wisst ihr, was noch besser ist? Wir haben gerade von der Regie, 7 Minuten extra Zeit geschenkt bekommen, weil irgendein anderer Content vorher zu Ende gegangen ist. Und wir freuen uns jetzt hier zu sein und wir sehen auch gerade schon da, Jonathan ist am Start. Hi, was geht? Hi, Jonathan. Welcher Jonathan eigentlich? Wir kennen mehrere hier, ne? Ja. Auch mehrere, die BMX fahren. Schreib mal, welcher Jonathan du bist. Der Große oder der Kleine? Ja, das wäre wichtig, ne? Der Kleine fährt ja auch Scooter. Johnny ist am Start. Johnny, hi. Johnny, schön auch dich zu sehen. Sehr gut. WCMX Germany, ich nehme an, das ist Patrick. Oder Timon. Ich weiß nicht, wer das Account verwaltet. Also Timon wird dir vielleicht auch Timon schreiben. Ja, kann sein. Und Mathis ist auch am Start, guck mal. Voll gut. Ja, Mathis ist cool, weil Mathis passt auch zum Thema. Weil Thema, ich spoiler schon mal, ja. Thema ist ja der Umbau der Halle 59, also unserer Skatepark-Landschaft. Und Mathis ist einer von den Jungs, die da richtig begeistert Gas geben und der auch immer wieder ganz viel nachfragt, wann der Umbau denn jetzt eigentlich starten wird, wann es losgeht und der auch schon so ein bisschen Gehirnschmalz mit reingegeben hat, dafür sein junges Alter echt engagiert ist. Nicht nur da, auch bei unserem Thema Außengelände, bei den Trails 59. War er zum Beispiel beim Stadtgespräch mit der Bürgermeisterin mit dabei und ey, voll gut, Mathis, dass du am Start bist. Voll guck gut. Mal, und Jonathan ist Jonathan, unser Pierpritsch. Ach, der Kleine. Also der gar Kleine. Nicht mal so klein. Nee, ja. Aber nicht der ganz Große. Mega gut, mega Janik gut. Janik ist auch wieder dabei. Sehr schön. Nur die Elite hier am Start. Voll und das gut. 5 Minuten, bevor wir anfangen wollten. Aber wir haben ja noch ein anderes Schmankerl für heute. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich vor 3,5 Wochen noch gar nicht mal wusste, was Twitch ist. Und zack, die Bumm, 2 Tage später saß ich hier und habe die Premiere gemacht. Das war mein Novo, meine Premiere. Und jetzt haben wir heute eine andere Premiere. Ja. Denn es gab die Idee, also Instagram kennt ihr alle, meistens auf so einem schönen Handy. Machen wir ja auch ganz viel mit. Und da kann man live gehen. Wusste ich auch gar nicht, habe ich hier von unserer Regie erfahren. Die haben uns nämlich den Tipp gegeben, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, vor unserem Stream live zu gehen auf Instagram. Aber frag mich nicht, wie das geht, aber der Macke weiß es. Ich habe es vorhin ausprobiert. Vor einer halben Stunde habe ich mich alleine in der Skatehalle versteckt, war ja keiner da, konnte ich ja Fehler machen und habe mir das mal angeschaut. Man muss dann, das wisst ihr alle, ne, hier in die Story gehen, dann hat man diese Live-Funktion und dann kann man live gehen. Das habe ich gemacht. Und schwuppdiwupp waren da 24 Leute, die alle, hi Macke, Grinsesmiley, Winketatze. Und ich so, wow. Und wir machen das jetzt nochmal, wir gehen nochmal live. Das ist quasi Carolas erstes Live-Gehen. Mein allererstes Live-Gehen auf Instagram. Und dann guck mal, wer sich da rumtreibt. Und das wird, glaube ich, lustig. Also, Live-Übertragung starten. Verbindung wird überprüft. Nee, wir können es nicht sehen. Ah. Aber du bist jetzt live. Und jetzt schwenke ich mal so auf dich, Carola. Das ist dein erstes Live-Erlebnis. Hallo Instagram-Account Halle 59. Ich bin total überrascht. Ich bin live im Internet und dann auch noch auf diesem Kanal. Doppelt live. Wie lustig ist das denn? Voll witzig. Naja, also herzlich willkommen. Wir sind bei Twitch. Bitte, also wir sind auch live auf Instagram, aber wir sind auch bei Twitch. Kennt ihr schon den Twitch-Kanal? Dann kommt einfach rüber. twitch.tv/jugendzentrum-digital. Stimmt das? Ich hoffe, es stimmt. Nee, twitch.tv und dann dieser Schrägstrich und dann Jugendzentrum-digital. Es ist verrückt. Also während wir jetzt gerade bei Instagram live sind, sind ungefähr dieselben Pappnasen, die auch bei Twitch live sind. Die blippen jetzt hier alles rein. Hembisi ist am Start, Felix, okay. Das Jugendbüro Köln. Auch viele Grüße in eure Richtung. Schön, dass ihr auch am Start seid. Timo ist am Start. Also, dreh mal um, sonst sieht man nicht die ganze Zeit. Okay, sieht man ja nicht. Ihr kennt mich ja eh ich schon. Ich halte das jetzt genau. mal. Aber vielleicht zeigst du mal hier so unser Setup und vielleicht zeigst du auch mal hier die beiden die Gentlemen, die das Ganze hier alles das ist verbrechen. Der Alex, das ist der Salvo. Der Alex, der sagt, schickt uns auch immer so nette Nachrichten auf dem Bildschirm, sagt, noch 3 Minuten, dann ist die Zeit rum. Und da ganz hinten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ganz hinten, da sieht man noch den Daniel, der ist auch die ganze Zeit am mit Chatten, am Organisieren und so weiter. Aber am wichtigsten finde ich eigentlich hier den Kollegen. Witzig. Und für die jetzt gerade erst in den Livestream bei Instagram reingeklickt haben, warum sind wir auf einmal live mit dieser Halle 59? Also klar, Corona in der Halle treffen ist gerade schwierig. Und es gibt ja diese tolle Idee vom Jugendzentrum Digital, die einen Discord und einen Twitch-Kanal haben. Und jetzt gleich in
2 Minuten ist die Halle 59 dafür, eine Stunde am Start und es geht heute um das Thema Umbau der Halle 59. Ihr wisst, seit 2016 mittlerweile gibt es den Plan, unseren etwas in die Jahre gekommenen maroten Skatepark umzubauen. In 10 Treffen wurde richtig viele Ideen, richtig viel Kreativität von einem unglaublich großen Teil mehreren Generationen, BMXern, Skatern, Scooterfahrern, Playtern, WCMXern, wurde da einfach reingesteckt. Es waren mehrere hundert Leute, die sich dran beteiligt haben. Wir haben Trips gemacht, um Rampeproben zu fahren, Treffen zu verschiedenen Themen. Und viele von euch haben auch so um die Weihnachtszeit, als wir das Rappenspezial hier hatten, mitbekommen, was so Stand der Dinge ist. Wir wurden aber unglaublich zu Recht gefragt und mit gelöchert, was denn jetzt eigentlich auch mit Corona, wird überhaupt noch umgebaut oder nicht und wann überhaupt und was kommt da eigentlich für ein Rappen-Setup hin, eine Jumpbox oder doch ein Foampit oder doch eine Minigolfanlage. Deswegen sind wir heute hier und in einer Minute geht's bei Jugendzentrum Digital unter twitch.tv/ Ja. Jugendzentrum-Digital gibt's den Live-Chat mit Carola und mir, mit ganz vielen Fotos, ein paar Videos, allen Infos rund um das Thema und wir sind natürlich auch bereit für eure Fragen. Instagram, hallo, ciao, wir sehen uns gleich bei Twitch. So. Ausstellen musst du. Ausstellen, beenden. Okay. Das war nicht Corona-konform. Stimmt. Jetzt müssen wir wieder diskutieren. Gut, 37 Zuschauer. Das war ja schon mal was. Jetzt ganz wichtig, auf lautlos machen. Und es ist so, wir dürfen jetzt nicht denken, wir sind jetzt fertig und nicht mehr live. Nein. Wir sind immer noch live. So, und jetzt würde ich vorschlagen, Carola, wir haben noch 17 Sekunden. Du übernimmst ganz kurz, weil ich muss noch ein Video hier irgendwie öffnen. Ja, wir hatten bei unserer Instagram-Umfrage gestern schon mal gefragt, was kann man denn so fragen? Und eine total wichtige Frage, die überhaupt nichts mit dem Umbau zu tun hat, ist, wann öffnen wir denn eigentlich wieder? Weil im Moment ist ja veröffentlicht, dass wir am 19.04. wieder öffnen, beziehungsweise am 20. Das wird leider nicht passieren. Ihr habt es mitgekriegt, auch die Schulen öffnen noch nicht wieder. Das heißt, wir sind auch noch nicht wieder in der Lage aufzumachen. Leider, leider, leider. Wir wissen auch nicht, wann wir wieder öffnen. Das heißt, wir öffnen auf gar keinen Fall am Montag. Ich hoffe, dass wir so Richtung Mai wieder öffnen. Ihr werdet es erfahren auf den Instagram-Kanälen und auf der Facebook-Seite oder auf unserer Homepage oder bei Twitch natürlich. Dann machen wir eine richtig fette Party, wenn wir wieder öffnen. Dann lassen wir hier die Korken knallen, Graffiti sprühen wir an die Wände, feiern die digitalen Menschen ab und öffnen unsere Einrichtung wieder. Aber im Moment können wir das leider noch nicht. So. Ja, so stand der Dinge. Genau. Ne? So ist das. Ich möchte, glaube ich, mal noch ein Lob gerade rauswerden. Also bei uns kann man ja gerade kein BMX fahren. Ich bin ja BMXer, wie viele von euch wissen. Und ihr wird gerade gefragt, ob der Ton bei uns auch schlecht ist. Checkt das doch einmal, liebe Regie. Ich habe mitbekommen, dass die BMXer dieser Stadt, es gibt eine ziemlich große BMX-Gruppe bei WhatsApp, wo fast alle BMXer drin zu sein scheinen. Ich nicht, ich habe kein WhatsApp. Und die nehmen Corona tatsächlich so ernst, dass die sich zum Streetfahren verabreden. Und zwar so verabreden, dass sie reinschreiben, welche Zweiergruppe wann an welchem Spot fährt. Um zu verhindern, dass auf einmal 8 BMXer die Street fahren wollen, was man ja darf, ne, unter den üblichen Vorsichtsmaßnahmen, dass 8 BMXer gleichzeitig an dem Spot auftreuzen. Da achten die drauf und das funktioniert wohl super gut, habe ich gehört. Und das finde ich einfach mal super, ey, dass ihr da auch so verantwortungsvoll mit umgeht und das einfach auf dem Schirm habt. Voll nice, voll nice. Sehr gut. Yeah, guck mal, Felix auch da. King Felix, 1, 2, 3, 4. Mega gut. So, liebe Regie, wie viele Leute sind denn gerade so am Zugucken, damit man so ein Gefühl hat, kann man langsam schon anfangen, so mehr ins Thema einzusteigen? Oder warten wir noch 2-3 Minuten? 48. Naja, nicht so schlecht. Woher weiß denn Jonathan das? Na, weil der das sieht auf seinem... Ach, da sieht natürlich. Man ja. Wir haben hier so einen anderen Bildschirm als ihr. Also, okay. Ich habe mein Bildschirm zugemacht. Ja, ich bin auch gegen das Mikro gestoßen. Ja, ein bisschen eng hier. Ton vielleicht genau. Auch schlecht. Da war gerade noch eine Frage. Genau, ob wir heute, wer hat das gefragt? Johnny hat gefragt, ob wir heute auch die Umbaubilder zeigen. Ja. Ja, machen wir. Wir zeigen heute auch die Umbaubilder. Vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick, was wir heute mit euch vorhaben, Carola. Gute Idee. Sehr gute Idee. Also ich glaube,
Der Makel hat alles vorbereitet. Ich bin sozusagen nur Assistentin heute. Aber er hat mich eben gebrieft. Es fängt an, dass wir nochmal so einen kurzen Überblick geben, warum bauen wir eigentlich um, beziehungsweise wollen wir umbauen und wie hat das Ganze angefangen. Und dann geht so ein bisschen, was haben wir eigentlich alles gemacht, welche Treffen gab es, wie wurdet ihr beteiligt. Und dann geht es weiter. Ja, dann gibt es so ein bisschen eine Info, was ist eigentlich Stand der Dinge? Also richtig. Was von den Sachen, die passieren müssen, bevor eine Skatehalle gebaut werden kann, ist denn schon passiert? Und dann gibt es auch Infos zu dem Thema, und wann wird denn jetzt eigentlich umgebaut? Und sozusagen als Schmankerl am Ende wird es dann auch, lieber Johnny, du hast danach gefragt, die aktuellen Skizzen, nein, nicht die aktuellen die Skizzen, Entwürfe. Die finalen Entwürfe geben, was da für eine Rampenlandschaft entstehen wird. Also, ja, wir zeigen euch heute, was der Plan ist und haben die Entwürfe mitgebracht und werden die gleich auf jeden Fall auch zeigen. Und ganz wichtig, wie immer ja bei diesem Medium, sonst würden wir das einfach bei YouTube machen, ist, dass wir miteinander kommunizieren können. Also wir sind heute tatsächlich auch hier, um eure Fragen dazu zu beantworten. Das wird wahrscheinlich dann beim aktuellen Stand der Dinge und was jetzt eigentlich die Bauphase ist, wird das interessant sein. Und da möchte ich auch bitten, Fragen stellen, wenn es dazu kommt. Und direkt, ich feuer gerade mal den Hans entgegen. Sind die neuen Rampen aus Holz und aus Beton? Richtig. Und auch aus Stahl, weil wir wollen ja auch irgendwo drüber grinden. Aber eine schöne Mischung. Wirst du auch später sehen, wir haben das auf den Bildern markiert, was welches Material hat. Also Fragen stellen, genau richtig. Und auch gerne dann später, wenn wir die Entwürfe haben, gerne auch fragen, ob ihr, wenn ihr Infos haben wollt zu Abständen oder ob man Sachen austauschen kann oder. Also ich persönlich habe diesen ganzen Prozess seit eigentlich Anfang an begleitet. War beim ersten Treffen selbst noch als Jugendlicher. 29-jähriger Jugendlicher damals. Experte. Ich würde es Experte nennen. Naja, seit 2 Jahren bin ich jetzt ja hier. Szenemitglied, könnte man auch sagen. Szenemitglied trifft es ganz gut. Seit 2 Jahren bin ich hier als Sozialpädagoge am Start und habe bis auf, ich glaube, das 2. Treffen, da war ich nicht, habe ich alle 9 Treffen mitgemacht und bin eigentlich gut mit dabei und freue mich auf eure Fragen. So, Carola, du hast gesagt, warum brauchen wir eigentlich eine neue Skatehalle? Also, weiß ich, die Kohle, die das Ganze kostet, die könnten wir doch auch in ein Hallenhalmer Spielecenter umsetzen. Surfwelle auf dem Rhein. Nein. Ihr wusstet eigentlich, warum wir hier so eine neue Halle brauchen. Jetzt muss ich mal ganz kurz Regie fragen. Sieht man jetzt, dass ich ein Video reingezogen habe? Habe ich das richtig gezogen? Ja. Perfekt. Ihr habt nämlich damals ein Video gemacht, was ihr den Mitarbeiterinnen der Halle gegeben habt. Und was habt ihr dann damit gemacht, Carola? Wir haben das weitergegeben an das Jugendamt, an die Politik, an den Stadtrat und allen Menschen, die in dieser Stadt was zu sagen haben, weil wir brauchen ja Geld. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was damals entstanden ist. Denn anscheinend muss es irgendwie gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Denn es hat funktioniert und wir haben Geld bekommen. Richtig. Ich hoffe, ihr hört einen Ton. Wir haben nämlich keinen Ton hier im Studio. Aber wer ist das denn? Wer kann mir sagen, ganz schnell im Chat, wer kann mir sagen, ja genau, da steht schon, ist Gleb drin. Gleb, kennt ihr ihn wieder, der war jetzt auch schon 2 Mal hier bei Twitch, etwas älter. Da ist er noch mit zarten, ich vermute mal 11 Jahren, mit seinem Bruder Micha, der auch ein richtig feiner Kerl ist und hier lange als Trainer gearbeitet hat. Ah, da super kommt typ. Kopfhörer, hier kommt dann Ton. Hören wir auch den Ton. Da war der Fugi gerade, Skate-Legende hier aus Köln-Kalk. Fugi, wo bist du eigentlich? Dich habe ich ewig schon nicht mehr gesehen. Fugi, guckst du auch zu? Dann melde dich mal. Wer ist wieder Fugi, ey? Bester das Mann der Stunde. Das müssen wir dem schicken. Mehr Leute schön Sport, Skateboard fahren, Scooter, BMX oder Inliner näher bringen. Für Gnade das Skater. Ich krieg auch Kopfhörer. Vielen Dank. Ja, ich meine, Fugi wäre verletzt gewesen und man ist ja auch fußballmäßig halt super engagiert. Ja. Ist da ja auch ein absoluter Crack. Aber ich höre nichts, aber ist egal. Ich kann das auswendig. Weiter geht's. Was man hier auf dem Video so vermuten könnte, die Halle ist ja echt entspannt leer. Das wisst ihr alle selber, ist halt meistens nicht der Fall. Also gerade an den Wochenenden. Wir haben auch drüber gesprochen letzte Woche beim Date, wo es um die Scooterfahrer ging. Das ist meistens viel zu voll. Und also ich bin ehrenamtlicher Scootertrainer. Deswegen brauchen wir eine größere Halle. Und wir bieten an Wochenenden viele verschiedene Workshops an für kleine Kinder, die gerne in das Skate Life eintreten wollen, wie man so sagt.
Und unsere Halle müsste dringend umgebaut werden, denn einige Stellen sind nicht kaputt. Und hier kann man den jüngeren Einsteigern in den Sport halt nicht so viel zeigen, denn die Rampen sind ziemlich schwer zu meistern. Aufsichtsrat, was ist los? Aufsichtsrat, was los? Ist echt so, ist echt so. Ja, cool. Wie ihr seht, echt lange her, weil alle sind noch ziemlich jung, die jetzt auch noch am Start sind. Also ich glaube, das Video war so in Ende 2015, Anfang 2016. So ist ein Dreh, ne? Mhm. Und ich finde, das werden wir auch gleich nochmal so über den ganzen Fotos von den ganzen Come-Togethers. Ich finde es halt wirklich so schade, also nochmal auf diese Perspektive, wir machen hier Kinder- und Jugendarbeit. Und wir wollen eigentlich Kids und Jugendlichen hier, die etwas erreichen wollen, die ein Ziel haben, wir wollen eine neue Skatehalle, wir wollen Trails haben, die wollen wir supporten, damit die das Gefühl haben, ey, wenn ich mich für etwas einsetze, wenn ich Gas gebe für etwas, dann gibt es eine Chance in unserer Stadt, in der Demokratie, das zu erreichen. Richtig. Und da finde ich es total schade, wenn man jetzt sieht, okay, ey, von den Jungs, die da gerade drinne waren, die sich engagiert haben, da fährt die Hälfte nicht mehr oder ist mittlerweile aus Köln weggezogen. So. Und es ist einfach bei aller Freude, dass es dieses Jahr passieren wird, auch ein kleines Wehmutströpfchen, dass es jetzt echt über vier Jahre dauern wird. Ja. Ey, wir schauen mal rein, wann das Ganze angefangen hat, Carola. Und vielleicht kannst du was dazu erzählen. Ja, gerne. Wobei, jetzt muss ich einmal ganz kurz, liebe Regie, hier ist der Ordner wieder. Sorry, ich bin hier immer. Ja, wir haben uns gedacht, also das gesamte Team damals am Start, Team, hat sich gedacht, es macht gar keinen Sinn, wenn Pädagogen einen Skatepark planen. Das heißt, die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Nutzerinnen und Nutzer, die müssen den Skatepark planen. Und haben uns überlegt, dass wir das deswegen auch mit allen zusammen machen möchten. Wir möchten nicht, dass irgendein Planungsbüro kommt, den Park plant und alle hinterher unzufrieden sind. Oder nur 3 Leute den Park planen und dann 300 Leute unzufrieden sind. Ja. Und deswegen haben wir uns das hübsche Format Come Together ausgedacht. Und dann in insgesamt 10, glaube ich, Treffen. Oder sogar mehr mittlerweile. 10, ziemlich genau 10, ja. 10 Treffen zusammen überlegt haben, was ist denn der beste Park für unsere Halle. Das hat natürlich ein paar Widrigkeiten, nämlich Jugendliche und auch Pädagogen wissen vielleicht nicht, was sind überhaupt die formalen Vorgaben, was geht denn statisch, was ist mit dem Brandschutz, was ist mit der Fläche, was ist eigentlich überhaupt möglich, was kann man bauen, was lässt sich gut fahren. Und so weiter. Und deshalb haben wir von Anfang an mit reingedacht, dass wir zu diesen unterschiedlichen Come-Togethers auch Experten mit dazu nehmen und dann auch relativ frühzeitig eine Agentur mit reingenommen haben, die uns berät und die auch euch berät, nämlich euch Jugendliche, jungen Erwachsenen, damit dann auch ein realisierbarer Entwurf dabei rauskommt. Und das haben wir halt versucht. Und ich fand den Prozess mega. Mega, mega, weil sich einfach richtig viele Leute beteiligt haben und vielleicht können wir da mal reingucken, wie das so angefangen hat. Auf jeden Fall. Wer von euch, vielleicht könnt ihr es mal schreiben, war denn bei dem allerersten Come Together im Juli 2016 dabei? Ich war's. Macke. Guck mal, da ist der Janosch auf dem Foto. Janosch, ist das Jonas? Jonas hat damals doch ein Praktikum gemacht. Ja, Jonas hat ein Praktikum gemacht, genau. Und das ist auf jeden Fall Sarah, meine Vorgängerin. Richtig. Und wer ist das? Ich weiß nicht, wer Markus war auf jeden Fall mit dabei. Markus war bestimmt dabei, ne? Und auch so ein paar andere Skateboard-Legenden können es. Tim Wiegmann, meine ich, wäre auch dabei gewesen. Ja. Auch vom Ride e.V., der die Salatschüssel in Köln, Ehrenfeld, mitrealisiert hat. Genau. Ich finde das ja, das zeigt auch gerade nochmal wieder, du hast gerade von diesen technischen Aspekten gesprochen, die herausfordernd sind, wofür wir Finelines als Experten mit reingeholt haben, die echt einen tollen Job gemacht haben, gerade auch in den Visualisierungen. Wir sind ja eine Halle, die ganz bewusst alle Sportgeräte beheimatet. Ja. Wir haben vorgestern über dieses Scooter-Thema gesprochen. Und unsere neue Halle hat ja nicht mehr 1000 Quadratmeter, sondern 1450 Quadratmeter. Sie wird größer, aber dennoch ist das für eine Stadt wie Köln, plus das Einzugsgebiet, was wir haben, immer noch eine recht kleine Halle. Absolut. Und die große Kunst war eigentlich zu gucken, dass die doch teilweise unterschiedlichen Bedarfe von Skatern, BMXern, Scooterfahrern, Blatern und WCMXern plus die unterschiedlichen Bedarfe von eher Street-orientierten, Flug-orientierten, von Bowl-Hasen. Bowl-Hasen auch nochmal berücksichtigt. Ich übrigens schön. Bowl-Hasen ist ein schönes Wort. Ne? Ja. Also das war wirklich so. Und Anfänger und Fortgeschrittene und Experten. Genau, und genau. Profis und das ist wirklich die Kunst. So und
es gibt andere Projekte, glaube ich, die machen auch so ein Beteiligungsding. Ich war selbst in Gießen zum Beispiel bei einem dabei oder auch in Siegen, wo ich vorher gewohnt habe. Da trifft man sich vielleicht ein, zwei, dreimal. Einmal Ideen, beim zweiten Mal ein Plan, beim dritten Mal kleine Verbesserung. Und uns war es wichtig, dass wir wirklich, es ist ein Kompromiss, es geht gar nicht anders bei dieser Anforderung, aber den wirklich bestmöglichsten Kompromiss finden. Und deswegen haben wir auch noch, das werdet ihr gleich sehen, ein 10. Come Together angesetzt, um auch wirklich die letzten Feinheiten zusammen mit Landscape wirklich noch zu optimieren, zu verbessern und wirklich mit euch zusammen zu schauen, was ist der bestmögliche Park. Aber hier Come Together Nummer 1, Juli 2016. Voll ewig lange her. Hier sieht man so ein bisschen den ersten Entwurf. Das ist der Grundriss der Halle. Schaut mal hier. Man sieht mal die Maus, ne, den Cursor. Hoffe ich zumindest. Da kommt man rein in die Halle. Hier ist aktuell der Bauwagen, damit ihr so ein bisschen die Orientierung wisst. Und da war hier noch irgendwie ein Plan, so ein BMX-Scooter Jump Area mit einem Pump-Track. Ihr seht noch relativ, da ist da so reingekrixelt worden, so, ne, so grob. Hier irgendwie Street Area mit Curbs, Rails und geilem Scheiß. Und dann hier in dieser neuen Area, die ja jetzt quasi neue Fläche wird, war so in diesem Entwurf, den einer der Beteiligten gekrixelt hat, die Idee, dann einen Bowl reinzustellen. Und hier sogar noch so eine kleine Foam-Pit-Section. Foam-Pit? Ha! Ich habe hier bei Instagram ganz viele Fragen gesammelt von euch, auf die ich auch eingehen möchte. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, denn Moritz-BMX, ich weiß nicht, ob der im Start ist, Moritz-BMX hat gefragt, gibt es in der neuen Halle auch ein Foam-Pit? Es wird leider kein Foam-Pit geben. Wir hätten das platztechnisch nicht mehr unterbekommen, weil dieser generelle Grundbedarf an verschiedenen Bereichen schon so groß gewesen ist. Und wir uns auch wirklich mehr als eine Halle sehen, wo man fährt und weniger, wo man trainiert, wenn ihr versteht, was ich meine. So cool ein Foam-Pit auch ist. Wir haben mit der Wicked Woods in Wuppertal auch einen geilen Place, wo es ein richtig gutes Foam-Pit gibt. Der ist ja auch relativ nah. Bieresborn in der Eifel gibt es ein Foam-Pit. Und ein ganz großes Thema, so ein Foam-Pit erhöht die Brandlast unglaublich. Also für ein Foam-Pit, was man in unsere Halle stellen würde, würden halt wirklich viele Holzrampen wegfallen. Richtig. Deswegen leider kein Foam-Pit. Aber das war damals so einer von vielen Vorentwürfen, die wir so in Zweier-, Dreier-Teams dahin gekriegselt haben. Und wir gucken mal, was dann beim zweiten Workshop. Jonathan fragt übrigens, ob Sarah auch noch manchmal vorbeikommt. Ja, zum Sarah Klettern, ne? Kommt echt oft vorbei. Die klettert nämlich ziemlich fleißig und ist ganz oft zu Besuch. Ja, und wird natürlich immer zu unseren Mitarbeiterfeiern eingeladen. Immer noch Teil der Familie. Absolut. Ne? Einmal Halle, immer Halle. Wird sie auch bleiben. Hans, es wird auch keine Resi-Box geben, wobei es auch eine Idee gibt, die wird jetzt aber erst einmal nicht realisiert, ob man nicht so eine transportable Auflage machen kann, die man auf eine Jumpbox drauf knüpfen könnte. Aber im aktuellen Budget und im aktuellen Setup ist es erst einmal nicht geplant. So, zweites Come Together. Ja, hier war so das Thema, was sind überhaupt die Rahmenbedingungen, also welche Strukturen gibt es, die wir einhalten müssen? Größe, wo kann man hinbauen, wo kann man nicht hinbauen? Können wir den Crow auflösen oder nicht? Können wir natürlich nicht. Den Crow brauchen wir. Gar keinen Fall, Crow Store Represent. Richtig. Und wie ihr seht, sind auch schon richtig viel mehr Leute am Start. Es hatte sich jetzt mittlerweile mal rumgesprochen, dass wir umbauen wollen und dass wir Leute suchen, viele, viele am besten, die Bock haben, sich zu beteiligen. Und wir waren eine richtig große Gruppe beim zweiten Come Together. Ja. Und haben da halt geklärt, was ist unsere Zielsetzung, was wollt ihr, wie soll das Ganze funktionieren, was soll rein und halt ne, diese ganzen, die schon man... so ein bisschen konkreter, beim ersten Mal war es so rumspinnen nach genau. dem Motto, zeichnet doch mal eure Lieblings-Wunsch-Traum-Rampenlandschaft und hier war schon so ein bisschen, okay, mit der Realität einmal in Berührung bringen. Genau. Und daraus ist dann, glaube ich, dann wirklich was Konkretes entstanden. So eine Art Masterplan beim dritten Come Together. Hier sieht man auch wieder Sarah. Wo ihr seht schon hier, wo es wirklich um konkret, also ihr habt gesehen, am Anfang war es eher so, was sind so die Flächenaufteilung. Malt mal auf und so genau, auch, aber ne? sowas, welcher Bereich könnte wo sein? Hier sieht man hier schon, hier geht es um ganz konkrete Obstacles, Curbs, Quarters. Wo könnte man die wie hin platzieren? Was könnte nach wie vor eine sinnvolle Aufteilung der Grundfläche sein. Natürlich mega, mega spannend und mega. Total. Du sitzt da und gefühlt hast du so einen Lego-Bausatz mit all den geilen Rampen, die du dir vorstellen kannst und du kannst vom riesen Looping bis hin zum Schleuderkarussell gefühlt alles einbauen, haben wir natürlich nicht gemacht. Das war spannend, das weiß ich noch, das hat richtig Laune gemacht. Und dann war natürlich die Spannung richtig groß,
Was ist der Plan dann wirklich? Genau, weil Finelines als Marketingorganisation, also ihr kennt die vielleicht, kennt sie auch nicht, da stecken ein paar ehemalige Profi-Skater dahinter, die auch richtig große Events machen, die verstehen ihr Handwerk. Und was ich vorhin schon mal gesagt habe, wofür ich die geliebt habe und liebe, ist einfach, wie cool die diese Ideen, die gesponnen wurden, dann wirklich in Bild packen konnten. Und wie sowas oder wie der erste Entwurf aussah, da sehen wir jetzt dann beim vierten Workshop. Auf einmal sind wir von diesem Scribble auf dem Papier weg und wir haben wirklich einen Plan. Mm. Und das ist jetzt so ein Bild davon. Und die haben wirklich so ein 3D-Modell erstellt und man konnte sich da durchscrollen, durchzoomen, verschiedene Perspektiven einnehmen. Und das war schon cool, das zu sehen und so, absolut. Wow, das könnte unsere Halle werden. Ne? Genau. Und das war auch super wichtig zu dem Zeitpunkt, dass wir jetzt einfach nochmal so was ganz Visuelles hatten, wo man dann auch nochmal gucken kann oder alle Jugendlichen, jungen Erwachsenen gucken konnten, passt das für uns, wo passt es nicht, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, passt das von den Höhen, ist es für alle Sportarten okay, sind die Flächen gerecht verteilt und die Obstacle, die draufstehen, ist es das, was ihr wollt? Und da gab es auch dann nochmal relativ viel wenig Kritik. Also es gibt einiges an Kritik. Ich dachte, es kommt noch mehr. Feedback vor allem. Genau. So, es war, glaube ich, echt auch konstruktiv. Super konstruktiv und auch total wichtig. Dass einfach jetzt auch an dem Punkt nicht gesagt wurde, hier Vorentwurf, danke Jugendlichen, wir machen mal weiter. Sondern dass wir gesagt haben, okay, lass mal Feedback einsammeln, auch Kritik äußern, damit das eingebaut werden kann. Und das ist dann auch passiert. Ja. Das sieht man, glaube ich, auch ziemlich gut auf der nächsten Folie. Ja, also maßgeblich mit dem Street-Bereich waren eigentlich alle, da waren alle happy mit. Klar geht es so darum, wie hoch sind die Curbs und Ledges und es gab da schon die Idee auch von Add-ons, also dass wir verschiedene hohe Rails haben, dass wir hier in die Stairs auch eine variable Bank reinschieben können, auch einen Aufsatz aufs Curb, so voll gut, weil so wird man einfach allen Niveau und allen Sportgeräten gerecht. Das hier im Eingangsbereich, ich erwähne das jetzt schon mal so ausführlich, damit man gleich die Veränderungen sehen kann. Im Eingangsbereich sollte für unsere Akademie, also für den Anfänger-Workshop-Bereich, sollten so kleinere bewegliche Obstacles entstehen. Was ihr hier seht, war so als Platzhalter gedacht, aber die Idee war so kleine Mini-Quarters, kleine Mini-Banks zum Hin- und Herschieben. Ich spoiler schon mal, das hat sich verändert. Ihr werdet es gleich sehen, was wir uns jetzt überlegt haben. Aber das war so, plus minus waren alle happy damit, so, ne? Mit diesem Vorentwurf. Mit der Jumpline? Mit der Jumpline, da gab es so ein bisschen mehr Bedenken, denn die Älteren unter euch, die die allererste Halle noch kennen, schreibt mal rein, falls da überhaupt jemanden gibt. Die wussten nämlich noch, das war cool zu fahren. Also viele Leute, ich denke immer noch so an Niklas Efferts, der schwärmt immer noch von der Quarter vor der Jumpbox. Die Quarter, die war ein Träumchen. So, ne? Das war schon gut, aber das hatte den Nachteil, wenn man die, man musste, um über die alte Jumpbox zu kommen, die Quarter richtig boosten, konnte man natürlich machen. Dann ist man über die Jumpbox gekommen und hatte dann eine 1,60er Spine vor der Nase. Ohne Cooping, so eine Table-Holz-Spine. Und mit dem Speed von der Jumpbox, und damals haben die meisten noch eine Bremse gehabt, heute fährt ja fast jeder Brakeless. Matthias, ist man sehr Matthias schreibt, bin da Laufrad gefahren. Ist auch echt schon lange her. Ewigkeit her, 15 Jahre, wo es aufgemacht hat. So, ja, ne? Total. Auf jeden Fall hat es hat nicht gepasst. Man war für diese Spine zu langsam. Und wir haben dann einmal aufgemalt, was es bedeuten würde. Und wir kamen zu Flats, die ungefähr sowas wie 2,38 Meter breit waren dazwischen. Da waren wir uns einig, das ist irgendwie eine Nummer zu eng. Aber ich finde, an dieser Stelle merkt man ziemlich gut, was für ein Fachgesimpel das ist. Und ihr müsst wissen, ich fahre ja gar nichts. Also die mich kennen, wissen, ich kann das alles gar nicht. Mhm. Und ich muss mir die ganze Zeit diese Sachen anhören und denke die ganze Zeit, okay, wovon reden die eigentlich? Was ist denn das eigentlich nochmal? Also ich kann schon die Rampen auseinanderhalten, aber man sieht halt auch nochmal an der Stelle echt krass, wie viel Fachwissen da drin sitzt. Und auch, wie viel Wissen ihr habt. Ne? Also ja, das war der Input ja von den Leuten, das die ist, da saßen. Ich finde das echt total respektvoll. Und jetzt hier Hans, ne? Genau richtig, Hans. Es gibt welche, die eine Box, also die Jumpbox, aber keine Spine springen können. In diesem Entwurf ist beides direkt hintereinander. Genau richtig. Genau, also richtig. Die Leute, die sich die Spine noch nicht trauen, die müssen davor irgendwie abbremsen. Das nimmt den Flow raus. Vielleicht hast du keine Bremse und dann kannst du vor dieser Spine. Und das war so, das war ein cooler Entwurf, aber die Tücke steckt irgendwo im Detail und das haben wir uns zu Herzen genommen und haben gesagt, alright, okay, das bin ich noch einmal, wir haben
Ja, das habe ich, ich habe gedacht, das geht was anderes. Macht aber nichts. Ich gehe einfach eins weiter. Was ich eigentlich zeigen wollte ist, wir haben gesagt, die Tücke steckt im Detail und wir brauchen gerade für den Jump-Bereich nochmal ein extra Come-Together und haben diesen Workshop Jumpline-Special ins Leben gerufen, wo wir uns wirklich nur mit den Leuten, das waren dann vor allem Scooterfahrerinnen und BMX-Fahrerinnen, getroffen haben, die Bock haben zu fliegen. Auch Leute von unseren Trails 59 war dabei, die sich natürlich auskennen mit durch die Luft fliegen. Und wir haben uns richtig Gedanken gemacht, was könnten wir denn da nochmal verändern und was sind denn die Tücken bei diesem Entwurf? Haben Sachen im Skatepark abgesteckt, ausgemessen. Abgemessen, dran gemalt. Wirklich nochmal richtig viel Gedanken gemacht. Und daraus ist dann auch eine tolle Idee entstanden, auf die ich später komme. Aber was ich dann noch einmal sagen wollte, und da bin ich gerade ein bisschen vorgepicht, das war dann die finale Visualisation. Visualisierung von Fine Lines, die ich nochmal um einiges schicker finde, wo man auch die letzten Anmerkungen hier, ne, noch China Banks zum Beispiel reinzuholen, mit aufgenommen hat, wo man sich gedacht hat, jo, ey, wenn man in die Halle reinkäme und überall bling, bling, glänz, glänz, feinster, edelster Beton, das wäre schon nice auf jeden Fall. Aber auch hier seht ihr noch die alte Jumpline mit dem Step-Up daneben, der Bowl versteckt sich irgendwo da hinten. Das muss noch optimiert werden. Und die Idee, die dann kam, nach diesem Jumpline-Treffen, dieser Entwurf hier habe ich jetzt nur einfach mal da reingemacht, das ist noch der alte Entwurf, wie ihr hier seht, war, okay, wenn wir unsere Besucher wirklich, also gerade auch die Jüngeren, wirklich kompetent machen wollen, wirklich zu überlegen, was kommt da jetzt für ein Sprungelement hin, dann müssen wir die irgendwas Probe fahren lassen. Ja. Weil wenn man, also ich kann das verstehen, angenommen ich werde in der Halle 59 groß oder ich bin in Siegen groß geworden, bin da die Jumpbox gefahren. Für mich war die einzige Jumpbox, die es gab, die Jumpbox im Skatepark in Siegen. So, die fahre ich halt. Deswegen konnte ich sagen, das war eine gute Jumpbox, weil die kannte ich, aber ich konnte jetzt nicht sagen, ist das ein 1,40er Radius oder ist die 3 Meter lang oder, ne? Richtig. Und deshalb war das Thema Kompetenzbildung und halt auch Sachen ausprobieren. Was kann man machen? Wo kann man hinfahren? Wo kann man sich Sachen angucken, damit man genau das besprechen kann? Und ihr seht das Video hoffentlich schon. Da gab es die grandiose Idee, nach Bielefeld zu fahren. In Bielefeld, ja, Bielefeld ist bekannt für... Wir sind mit unseren Jungs hier aus der Halle 59 in Bielefeld, um hier diesen einmalig guten Holzpark zu fahren. Wir bauen unsere Halle ja neu. Und gerade im Bereich der Jumpline, Jumpbox, Fine und Co. Das, was ich gerade schon gesagt habe. Wie groß soll das werden? Wie lang soll die Box werden? Was kommt da für Obstacles hin? Wir sind nach Bielefeld gefahren. Ich scroll mir hier so ein bisschen vor. Mit einem Haufen verrückter Scooter und BMX-Jungs. Ja, vielleicht sind ja auch ein paar von denen gerade. Guck mal, Yannick Schöne. Ey, der Typ ist mittlerweile Mitarbeiter, Übungsleiter, freitags, nein, dienstags nachmittags und Scootertrainer. Pädagogischer. Wer hätte das damals gedacht? Ey, Yannick, bist du am Start, Knallkopf? Das werde ich frech, tut mir leid. Also es ging darum, einfach diese jungen Menschen, die waren sowas zwischen 14 und 20, ich glaube, Ente war der Älteste, der mit dabei war, verschiedene Jumpboxen fahren zu lassen. Und hier in Bielefeld ein neuer, relativ neuer Park, wirklich einer der deutschlandweit besten, wo auch jedes Jahr ein riesengroßer, fetter BMX-Contest stattfindet. Der hat selbst verschieden, also eigentlich fast, könnte man sagen, drei Jumpboxen, eine große fette, eine kleinere mit zwei Trannies und eine hip-mäßige. Und dann gibt es noch den Bielefeld-Sennestädter Park mit der anderen Jumpbox. Und im Endeffekt sind wir da rumgefahren, da ist Ente. Und sind Probe gefahren, haben uns darüber unterhalten, was hat das für Abmessungen, was sind da für Radien, welche Jumpbox findet ihr fertig am besten, wo seht ihr Schwierigkeiten? Sieht man die Jumpbox im Sennestädter Park. Tolga, auch ein guter Kerl, ey, Scooterfahrer hier aus Kalk, Kalker Local, da seht ihr die ganze Bande. Und das war eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Also wir haben einfach einen geilen Tag gehabt, hatten super Spaß im Skatepark, muss man auch sagen. Wir waren in einem richtig guten Dönerladen, habe ich feine Lammanjung gegessen. und die Jungs haben wirklich was gelernt. So. Und wir konnten danach einen ganz guten Plan machen. Und Hanzo schreibt es schon, hat die neue Box eine gerade oder eine runde Landung wie in Bielefeld? Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis, dass die Jungs gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall eine abgerundete, durchgeschäbte Landung. Weil man dadurch einfach den Schwung viel besser beibehalten kann, beziehungsweise, ihr habt auch gerade das bei dem Fail vom Yannick gesehen, wenn man obendrauf auf die Kuppe landet, ist das nicht so eine harte Bremsung wie bei einer richtigen Kante. So, ne? Und das war auf jeden Fall eine der wesentlichen Erkenntnisse da, dass wir auf jeden Fall eine durchgeschäbte Jumpbox brauchen.
Ah ja, da haben wir einfach noch viel drüber gesprochen. Wer das Video schauen müsste, wir werden bald einen neuen YouTube-Kanal an den Start bringen. Der wird jetzt auf jeden Fall auch seinen Platz finden. Das war unser Jumpbox-Trip, der uns echt viel gebracht hat. Der richtig gut war. Noch ein zweiter wahrscheinlich, ne? Noch ein zweiter. Genau. Und genau dasselbe haben wir auch nochmal als ein Spezial-Come-Together-Spezial-Workshop für den Bereich Aufenthalt, Bowl und Innenhof gemacht. Genau. Warum ist es wichtig? Weil ja unser Lager, unser momentanes Lager, raus muss, damit da Skatefläche hin kann. Und wir wollen natürlich nicht einfach nur ein dämliches Lager im Innenhof, sondern wir wollten gerne, dass es was Ansprechendes ist, was man auch nutzen kann im Sommer, wo vielleicht coole Sachen drumherum stattfinden können. Genauso wie unser Ziel war, und da kommen wir, glaube ich, auch vielen Eltern entgegen, dass es einen vernünftigen Aufenthaltsbereich geben muss, damit die armen Eltern, obwohl, eigentlich brauchen wir einen Aufenthaltsbereich für Jugendliche. Naja, aber Eltern gibt es ja auch, wisst ihr ja. Damit man nicht friert, damit man irgendwo cool hocken kann, damit man quatschen kann, damit man vielleicht auch besser mit den Mitarbeitern quatschen kann, die es ja im Moment nur im kleinen Bauwagen gibt, damit wir da halt einen besseren Kontakt haben und es einfach auch netter ist und man Bock hat, da rumzuhängen. Deshalb haben wir gedacht, das muss auf jeden Fall auch von euch mitbestimmt werden oder mit überlegt werden, wie das Ganze sein soll. Und deshalb haben wir das Treffen mit dem Thema gemacht. Genau. Es war auch ganz cool, aber man hat auch ganz deutlich gesehen, das große Herz schlägt natürlich für den Park und nicht für den Aufenthaltsbereich. Ganz, ganz, ganz spannend war, es ging ja auch um den Bowl, weil da gab es auch noch ein paar kritische Stimmen. Es ist schwierig, so ein Bowl zu designen. Ist echt schwierig, weil da viel drin steckt. Das ist irgendwie so rausgekommen, ich glaube auch, weil es den Wunsch nach einer Mini-Ramp gegeben hat. Wir haben ja auch eine super starke, coole Mini-Ramp-Fraktion hier in Köln, die ganzen lose Rampen-Locals. Aber in diesem Workshop war gar nicht so ein Bedarf, das anzugehen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe diesen Workshop, Bowl-Workshop, glaube ich, mitbetreut und da kam einfach keiner. Die waren alle bei Innenhof und Aufenthaltsbereich. Und da haben wir uns gedacht, okay, lassen wir den Bowl. Lassen wir den Bowl. Ja. Aber ich will nicht spoilern. Wir gucken gleich mal, was aus dem Bowl geworden ist. Wir gucken gleich auch mal, was aus dem Innenhof geworden ist. Ja. Aber wir müssen, glaube ich, auch mal auf die Uhr gucken. Ja. Ich will auf jeden Fall später noch viel Zeit für Fragen. Ja, lass mal ein bisschen voran machen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Genau, alle haben, glaube ich, auch jetzt verstanden, dass es echt ein ziemlich fettes Beteiligungsthema war. Hier noch und ganz das kurz. Richtig gut funktioniert hat. Wir haben natürlich trotzdem noch mal einen Experten für die Jumpline reingeholt. Christian Ziegler aus Bremen, BMX-Legende. Immer lecker Besitzer von der Lions, hat super viele Rappen schon gebaut, Trails geschaufelt. Den haben wir tatsächlich noch einmal 8 Stunden lang durch die Halle geschickt, alles abmessen lassen. Ihr seht hier ganz viele Radien und so weiter. Und der hat einen weiteren Entwurf gemacht, der aber immer noch nicht der finale Entwurf der Jumpline ist. Der war richtig viel geholfen hat. Also auch an dem Punkt, Ziegler, wenn du hier bist, das war richtig gut. Ja, und dann gab es ein bisschen Frust letzten Jahres. Ja. Um Weihnachten herum hieß es, yo, it's getting real. Die Stadt hat die Mittel bereitgestellt. Wir kriegen richtig viel Kohle, um eben halt genau diesen Skatepark-Traum zu bauen. Und dann ist irgendwie, sieht auf dem Datum 10. April und nichts ist passiert. Es gab da ein paar Problemchen. Ja. Gehen wir gar nicht so tief oder so weiter drauf ein, würde ich sagen. Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz, weil das ist ja ein Thema, das gerade uns Pädagogen hier auch oft echt gefrustet hat. Ja. Weil wir haben die Mittelzusage, und es geht ja um fast 500.000 Euro, haben wir bekommen am Ende von 2018. Genau. Anfang 2019, also im Januar 2019, war klar, dass das Geld zur Verfügung steht. Und das steht ja auch immer noch zur Verfügung. Aber wir haben gedacht, cool, in diesem Sommer bauen wir um und am Ende des Jahres haben wir einen neuen Park. 2019. Und es zeichnete sich dann aber schon relativ schnell ab, dass es nicht so einfach ist, wie wir uns das gedacht haben. Das heißt, es gab diverse Probleme und die haben wir da in diesem Come Together einfach mal besprochen. Es ging um Denkmalschutz, das ist jetzt aus dem Weg geräumt. Es ging um Bauherrenschaft, das macht die Stadt, das ist geklärt und so weiter und so weiter. Ich fand es nochmal total wichtig, damit ihr alle den Frust, den wir haben, auch verstehen könnt und auch die Verzögerung verstehen könnt.
wie so ein Prozess halt läuft und was daran auch manchmal schwierig ist. Ja. Das gehört leider zu so einem relativ großen Prozess auch dazu. Das war auch ein Punkt, da waren kaum BesucherInnen da. Mhm. Das war so ein Punkt, wo ich auch dachte, so, da dachte ich so, das war ja auch schon 3 Jahre am Laufen. Mhm. Da war so eine Stimmung, das passiert nicht. Und das war wirklich schade. Und da wollten wir aber auch zeigen, es geht, es läuft, es gibt das Geld, es wird passieren, aber es dauert halt alles. Genau. Das war das vorletzte Come Together und zum nächsten hat sich einiges getan. Denn schwuppdiwupp sind wir beim Workshop Nummer 10, das war dieses Jahr im Januar 2020. Und worum ging es? Es ging wirklich darum, noch einmal die letzten Details und Feinheiten am Rampensetup zu klären. Das bedeutet nicht, dass in der Zwischenzeit nichts passiert wäre. Nicht. Ganz im Gegenteil, es war wirklich richtig viel Arbeit auch für uns. Und nochmal so, ihr müsst immer verstehen, Carola, ich und der Rest des Teams sind zwar die Gesichter, die euch immer mit diesem Thema ansprechen oder die von euch die Fragen bekommen. Aber wir bauen das Ding nicht und auch die Abenteuerhalle bauen die Rampen nicht und auch nicht unsere Träger, die Jux, sondern die Bauherrenschaft ist an die Stadt Köln übertragen worden. Und die bauen das Ganze und die haben, also die können jetzt nicht den Handwerker anrufen und sagen, ey Jung, bau uns morgen da mal 2 Quarters hin, sondern die müssen das Ganze, das nennt sich ausschreiben. Also die sagen halt, okay, wir, die Stadt Köln, wollen diesen Skatepark bauen. Und dann, ich erkläre es jetzt vereinfacht, geht diese Ausschreibung raus mit den ganzen konkreten Unterlagen, Details, Maßen, Abständen. Und dann müssen Firmen sich drauf bewerben, die das bauen wollen. Und sagen, okay, wir bauen euch das zu den Bedingungen und zu den Kosten. Und es geht dabei darum, dass die Stadt, um ich sag mal ganz platt, Steuergelder nicht zu vergeuden oder zu verblenden, und auch um Korruption vorzubeugen, nenne ich das so, die Person bei der Stadt, ja, mein Bruder hier, der macht das eh schon immer so und der kriegt den Auftrag zugeschustert. Dafür ist das gedacht, ne? Damit keine Korruption entsteht und damit auch wirklich keine Gelder verprasselt werden und das kostengünstigste Angebot reingeholt wird. Und dieser ganze Prozess, der muss dann, wenn die Stadt baut, eingetrieben werden und das dauert leider Zeit. Und parallel dazu diese ganzen Fragen wie Baugenehmigung, Brandschutz, Denkmalschutz. Mhm. Das war ein großer Wickel, der vorher irgendwie, es hat auch ehrlich gesagt auch lange gedauert, bis wirklich auch klar war, wer nimmt das in die Hand und wer treibt das vorwärts. Es hat so eine Steuerungsgruppe gegeben und es war manchmal auch ein bisschen schleppend einfach so. Und, auf jeden Fall. Ja. Aber es ging trotzdem stetig voran, sodass wir dann im Januar hier gesessen haben und wirklich die letzten Details besprochen haben, bevor diese Ausschreibung dann auch erstellt werden konnte. Weil dafür braucht man wirklich alle Details, damit nicht hinterher was anderes gebaut wird und auch wirklich alle Firmen, die sich darauf bewerben, das zu bauen, wissen, was sie bauen müssen. Genau so, wie es auch geplant ist und deshalb letzte Details. Und wenn ihr euch jetzt so wundert, wo habe ich denn diesmal kein Plakat gesehen? Ich war gar nicht eingeladen. Haben wir extra gemacht. Und zwar wollten wir das in einem ganz kleinen Kreis machen von den Leuten, die entweder schon lange dabei gewesen sind bei diesem Prozess, weil wir wollen jetzt nicht noch einmal darüber diskutieren, ob wir eine Jumpbox haben oder nicht haben oder ob das Rail da steht oder nicht. Darum ging es gar nicht. Mm-mm. Und es waren Leute, die wohlverteilt auf die verschiedenen Sportarten waren und die eine gewisse Expertise mitbringen und auch ein gewisses Standing haben, die vielleicht auch schon Vorerfahrung von anderen Spots gehabt haben. Und da hatten wir eigentlich eine ziemlich coole Runde von WCMXern. Hinten sieht man Till zum Beispiel, der ja auch letzte Woche im Twitch gesprochen hat. Markus, unser Rampenbauer. Timon, genau, meine ich ja. Timon, nicht Till, Timon. Markus, der in der Lose auch viel baut, bei uns baut. Niklas Efferts, Urgestein der Halle und so weiter und so fort. Fabian Bongers, der war auch vorgestern am Start. Und es war eine gute Runde, wo wir nochmal wirklich einige Details besprochen haben, die dann nochmal wirklich einen maßgeblichen Input in den finalen Plan gehabt haben. Ja. Bevor wir zum finalen Plan kommen, wollen wir euch noch einmal ganz kurz zeigen, was schon geschehen ist bisher. Denn ihr wisst, aktuell steht da noch ein Skatepark, der muss ja irgendwie weg und da gab es ja auch noch dieses Lager und Carola hat schon was vom Innenhof erzählt. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen und Monaten den Auftrag, das war das, was wir erledigen sollten als einer von 3 Parteien, den Auftrag, um da noch etwas in die Hand zu nehmen. Genau. Was war das denn? Das größte Thema war, das Lager leer zu räumen. Und wer vor Corona Schließzeit in der Halle war, weiß, dass das noch anders aussah. Das war ein Urlaub, ey. Wir haben da echt ordentlich geackert und da auch nochmal vielen Dank an Dirk, die AGH-Leute und jetzt in der Corona-Zeit auch an Daniel.
ihr habt das echt mega gemacht, weil es ist alles raus. Ihr seht, es ist leer, es stehen nur noch die beiden Container da und die sind auch leer, bis auf den orangenen. Das heißt, das Lager ist leer, unser Part ist fertig, wir haben das Lager verstaut, es war eine elende Schufterei im strömenden Regen und so weiter. Aber es ist geschafft, wir haben es geschafft, so gut wie alles unterzubringen. Es gibt nur noch ein paar ganz kleine Probleme für Verstausachen. Also die Rollstühle von Rollstuhl Basketball sind noch ein Problem. Aber der Rest ist sicher verstaut im Hinterhof. Die Leihscooter, lieber Hans, sind jetzt hier im orangenen Container. Denn dieser Container soll Bestandteil des Aufenthaltsbereiches werden, damit wir dann auch solche Leihsachen direkt beim Eingang haben und nicht immer hin und her laufen müssen bei Workshops oder Early Birds zum Beispiel. Oder beim Refugees Welcome-Projekt. Genau. Der Innenhof. Das ist unser Lager. Das ist unser Lager. Ganz viele Container. Wir werden, glaube ich, noch richtig fluchen nächsten Winter, wenn es richtig regnet oder schneit und wir für jedes, weiß ich, Verlängerungskabel, Lautsprecher, Schlag mich tot, immer wieder rausgehen müssen. Die Artisten von, das ganze Artistik-Equipment ist da drin. Trampoline, Hula-Hoop-Reifen, Matten. Richtig heftig. Aber perspektivisch auch nochmal was im Innenhof, was man eines Tages auch nochmal ein bisschen hübsch machen könnte, gestalten könnte. Auch auf noch jeden ein bisschen. Fall. Also ich träume immer noch von so einem Boulder-Block um den Container oder einem Mini-Ramp oben drauf. Genau, Mathis sagt, Containerstadt, genau das war unsere Idee. Ja, ja, genau. Das soll also dann, mal schauen. Ja, ja, da könnt ihr übrigens gerne nochmal ein bisschen Kreativität walten lassen. Also schreibt die Ideen. Wir haben auch Bock. Eine Containerstadt draus zu machen oder einen chilligen Aufenthaltsbereich oder was auch immer. Was machen wir nächste Woche? Da kommt der olle Kran weg. Jo, das war noch so ein Thema, das war auch Denkmalschutz. Das hieß ganz lange, der ist Denkmalschutz, den könnt ihr nicht rausmachen, müsst ihr verschieben. Der ist 100 Jahre alt. Das hätte dann wieder Auswirkungen auf den Bowl gehabt. Wir haben dann nebenan noch so einen zweiten Kran stehen. Hin und her, wollen euch gar nicht langweilen. Wir dürfen ihn jetzt doch entfernen und nächste Woche kommt eine Spezialfirma. Dienstag. Die brauchen 4 Tage und dann haben die dieses gesamte Ding demontiert. Und dann ist auch das beseitigt und dann könnte hier in diesem Bereich theoretisch der neue Bowl berichtet werden. Und wer sich richtig gut auskennt mit der Halle sieht, auch die Treppe ist weg. Ja. Die Treppe ist weg. Aber die Treppe ist nicht weg, sondern die liegt bei uns im Hinterhof und mal gucken, was wir damit machen können. Vielleicht kann man mal auf den Container drauf. Ja. Vielleicht kann man die beim Aufenthaltsbereich noch mit einbauen. Mal schauen, ne? Ja. Gut, das ist das, was wir bisher gemacht haben. So, und jetzt war eine ganz große Frage, neben dem soll die Halle am 19.04. wieder aufmachen. Wann geht's denn eigentlich los mit dem Umbau? Also diese Frage, Macke, wann wird denn endlich umgebaut? Ich glaube, ich habe keine Frage in meinem Leben so oft gehört wie diese Frage. Echt nicht. Also ich glaube, meine Mutter hat mich weniger gefragt, Marcel, was hast denn heute an Hausaufgaben auf? Das habe ich nie so oft gehört wie Macke, wann wird denn endlich umgebaut? Ja. Und nach dem letzten großen Steuerungstreffen mit der Stadt Köln und dem Planungsbüro Ende Januar, da wurde ein Zeitplan sozusagen festgelegt. Der Plan war, die letzten Details in der Rampenlandschaft festzulegen, dann die Ausschreibungsplanung zu machen, die rauszugeben, dass Firmen sich darauf bewerben können. Dann muss quasi festgelegt werden, welche Firma das bauen darf. Genau. Und dann sollte am 20. April der Umbau mit der Demontage des Kranes beginnen. Also nächste Woche 4 Tage Abbau des Kranes. Danach waren 2 Wochen Abbau der Rampenlandschaft vorgesehen. Da haben wir auch zwei richtig coole Projekte aus Koblenz und der Eifel gefunden, die die ganzen Rampen abbauen werden und denen zweites Leben geben werden, die also quasi in Koblenz und in der Eifel versuchen, Indoor-Spots zu errichten. Freut uns mega, dass die Rampen weitergefahren werden können. Und dann wäre es eigentlich in 3 Wochen losgegangen. Und jetzt habt ihr schon dieses eine Wort gehört, eigentlich so. Und das ist echt, wir waren sehr frustriert die letzten Tage, Carola. Richtig. Erzähl mal ganz kurz, warum, also ich sage es einfach schon mal, es wird bei diesem Zeitplan leider nicht bleiben können. Und warum, das ist jetzt so, bevor wir zu den Plänen, was wird denn aber dennoch dieses Jahr dahin gebaut, was für Rappen kommen dahin, ist das jetzt nochmal gerade so ein bisschen der Downer. Es wird leider nicht wie geplant jetzt Mitte Mai mit dem Bau der neuen Rampenlandschaft losgehen. Richtig. Und ihr seht mich entsetzt, auch immer noch. Also ich habe diese Informationen. Du warst vor 3 Tagen noch viel, viel entsetzter. Ja, ich habe mich schon dran, also ich habe mich schon zurechtgeruckelt, sage ich mal so. Ja. Also es kam von unserem Planungsbüro die schlechte Nachricht, dass die Brandschützerin, die die Pläne absegnen muss, ein Veto eingelegt hat. Das heißt, es gab 2 Probleme. Eins ist zum Glück schon gelöst.
Einmal ist die Brandlast zu hoch gewesen. Das heißt, es ist zu viel Holz verbaut oder verplant worden für den neuen Park, sodass der Wert, der Maximalwert, überschritten wurde. Dieses Problem ist zum Glück schon gelöst. Das heißt, es gibt Materialaustausch an einigen Stellen, sodass da die Brandlast eingehalten werden kann. Das bedeutet aber bestimmt, ich weiß noch nicht die Details, weil ich die neuen Pläne noch nicht gesehen habe, dass ein paar Sachen, die eigentlich cool aus Holz sein sollten, nicht aus Holz gebaut werden können. Vielleicht aus Skatelight, weil das hat eine andere Brandlast. Vielleicht aber auch doch aus Beton. Das weiß ich aber noch nicht im Detail. Ich weiß nur, dass das Planungsbüro es geschafft hat, die Materialien so auszutauschen, dass die Brandlast nicht überschritten wird. Und das hat natürlich auch, wann ist dieses Problem aufgekommen mit der Brandlast? Kurz. Das ist schon einige Wochen her, ne? Also ja, das Thema Brandlast ist schon immer ein Problem. Das stimmt, aber dass es jetzt dieses Problem nochmal gegeben hat mit dem finalen Entwurf. Ja, kurz vor den Osterferien, ehrlich gesagt, war das. Also vielleicht so 4 Tage vor den Osterferien kam die Nachricht der Brandschützerin an das Planungsbüro und dann auch relativ schnell an uns, dass es in der Thematik ein Problem gibt und das so nicht gebaut werden kann, wenn die Materialien verwendet werden. Das war für uns schon mal so, dass ich dachte, ey, darüber haben wir 100-mal geredet. Das war schon immer ein Problem der Halle. Ich krieg die Krise. Also ich habe sie auch gekriegt, ganz ehrlich. Aber da bin ich schon mal ganz beruhigt, dass das irgendwie zu lösen ist oder jetzt auch schon gelöst wurde. Aber es ist nicht das einzige Problem. Es gibt noch eine andere Problematik, die hat mit unserer echt schwierigen Baugenehmigung zu tun. Also ihr wisst, so Gebäude brauchen immer eine Baugenehmigung, bevor die gebaut werden. Und dann gibt es auch manchmal Auflagen. Diese Abenteuerhallen haben ziemlich viele Auflagen. Also nicht nur der Skatepark, sondern auch die andere Halle mit der Kletterwand und der Freifläche. Und eine Auflage im Skatepark, neben Fluchtwegen und so weiter, ist, dass nur 35% der gesamten Fläche mit Rampen bebaut werden darf. Diese Information ist leider bei sehr vielen Planungsprozessen nicht ausgiebig besprochen worden, wenn ich es mal so sagen darf. Also es kam immer mal zur Sprache, aber es lag nie ein Fokus auf diesen 35% Fläche. Und auch das ist der Brandschützerin, die ihr Gutachten schreiben muss, aufgefallen, dass das nicht eingehalten wird. Und das natürlich ist ein riesiges Problem, weil jetzt haben wir ungefähr 50%, also die Hälfte der Fläche mit Rampen bebaut. Das war ja auch Sinn der Sache. Das war, weil wir wollen ja größer werden und ne, das war der Sinn, genau, das war der Sinn der Sache. Das ist aber im Moment Stand der Dinge nicht baugenehmigungskonform, sodass die Brandschützerin nicht ihr Okay geben kann. Und es überarbeitet werden muss. Und es überarbeitet werden muss oder mit dem Bauamt eine Lösung gefunden werden muss. Oder mal gucken. Ich weiß noch nicht. Also ihr seht mich da auch sprachlos. Ja. Ich war echt völlig entsetzt. Ist auch nicht in unserer Hand, muss man sagen. Nein. Also das ist so dieses, das ist jetzt Aufgabe der Stadt der Menschen Köln und des Planungsbüros. Amt für Kinder- und Jugendinteressen, die ja unser Fachamt sind und die mit dem Bau und der Umsetzung beauftragt wurden. Und des Architekturbüros. Und wir haben heute Morgen noch mit einem der Architekten gesprochen. Und er zeigt sich wirklich zuversichtlich, dass trotz dieser Verzögerungen das wird funktionieren, sagt er so. Ne? Nächste Woche ist da auch eine wichtige Person wieder da, die war jetzt 4 Wochen lang krank. Und da sind wir guter Dinge, dass es dann Zeiten einfach auch eine konkrete Ansage gibt für den neuen Startschuss. Weil auch die Leute, die das eigentlich jetzt abholen wollten, die Rampen abbauen wollten, ich habe die heute noch angerufen. Das ist auch mega doof dann, weil die haben auch Transportmöglichkeiten klar gemacht. Die haben Manpower organisiert. Die haben sich auch schon gefreut. Ja. Gut. Da gibt es eine Frage. King Felix. Kann man dann also bis zum Umbau in der Halle fahren oder gar nicht? Aktuell eh nicht, Felix. Wegen Corona. Leider. Also nach wie vor leider. Ne? Wenn wieder aufgemacht wird, ab dem 4. Mai. Und der hängt jetzt wirklich davon ab, wie schnell das Ganze jetzt geht. Also es kann auch tatsächlich sein, dass es dann nur eine Verzögerung von vielleicht 2 oder 3 Wochen bedeutet, dass wir dann doch ab dem 4. Mai anfangen könnten, die Rampen abzureißen. Das wissen wir aber gerade noch nicht. Das erfahren wir hoffentlich in den nächsten Tagen, in den nächsten 1-2 Wochen. Aber uns sind so ein bisschen die Hände gebunden.
Wir können euch nur versprechen, dass wir alles tun, was uns möglich ist, wie wir es bisher getan haben, um das Ding so schnell wie es geht fertig zu kriegen. Und wie gesagt, Aussage heute Morgen war, und das natürlich jetzt auch, man weiß natürlich nie, wenn diese ganze Corona-Sache so richtig explodiert und alle Baufirmen all ihre Angestellten krank haben, was wir nicht hoffen wollen, ey. Wer weiß, was da noch dazwischen kommt, aber wenn das nicht passiert, wäre schon der Plan, das bis zum 30. September zu schaffen. Und das wurde auch immer noch als realistisch heute Morgen eingeschätzt. Und da sind wir eigentlich auch happy drüber und froh. Ja, und aber worauf wir uns auch verständigt haben, also ihr könnt euch vorstellen, hier haben auch echt die Köpfe geraucht. Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, deshalb haben wir auch mit den beiden Projekten, die die Rampen abholen wollen, schon gesprochen, dass wir den Skatepark nicht abreißen, bevor klar ist, dass wir einen neuen bauen. Ja, auf jeden Fall. Also dieses, wenn die Stadt jetzt, wenn es noch 3 Wochen dauert, bis sie das Thema geklärt haben, werden wir nicht in 2 Wochen den Skatepark abbauen. Sondern wir werden den erst abbauen, sobald klar ist, dass auch klar ist, wann das passiert. Weil das ja gar keinen Sinn macht, dass man dann nur noch flat fahren kann. So. Gibt es eine Abschlusssession? Wurde von Meli. Meli, bist du am Start? Wurde von Meli bei Instagram gefragt. Eine Abschlusssession in der Altenheim. Wir hatten eigentlich eine Party geplant. Ja. Dieses Wochenende, Samstag, richtig. Sonntag, wollten wir es noch einmal richtig krachen lassen, bevor die Halle für den Umbau dicht gemacht hätte. Und dann kam Corona. Ist jetzt nicht geplant, also wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Sollten wir die Halle, was wir nicht hoffen, aufmachen, weil der Umbau doch noch länger dauert, dann gibt es auch eine Abschiedsparty. Genau. Es gibt auch noch die Frage nach dem Zeitplan. Hattest du die beantwortet? Patrick, also, es gibt nicht so wirklich einen neuen Zeitplan. Also nur dieses, es gab die Zusage, dass es bis zum 30. September, also bis zum Herbst, bis zu unserem Winterprogramm über die Bühne gegangen sein soll. Und mehr können wir zum aktuellen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Genau. Sobald wir das wissen, also sobald klar ist, ob die Problematik aus der Welt geschafft werden kann und wie, werden wir es auf jeden Fall sagen, weil sobald wir das wissen, wissen wir auch, wie der Zeitplan ist. Also der ganz konkrete Zeitplan. Gut. Ja. Oder auch nicht so gut, aber auch nicht ganz schlecht. Also nein, nicht ganz schlecht, aber schon ich hab vorhin schon gesagt, wer von euch weiß, wie lange es gedauert hat, den Kölner Dom zu bauen? Mal fix reinschreiben, mal gucken, ob es da jemanden gibt. Ja, wie lange wurde am Kölner Dom gebaut? Was tippst du, Carola? Ich glaube, es wird immer noch dran gebaut. Ja, das sind Renovierungs- und Wartungsarbeiten. Aber so vom ersten Stein bis zum letzten Kreuz. 300 Jahre. Nee. So, ich lasse das mal offen. die bauen immer noch, schreibt, ist noch gar nicht fertig. Okay, ich sehe schon hier die Kölschen, die glauben noch nicht mal an ihr eigenes Wahrzeichen. Also, wenn noch jemand, 500 Jahre, nicht schlecht, aber stimmt, glaube ich, nicht ganz. Nee, stimmt nicht ganz. Noch ein bisschen mehr. 1000, naja, ich löse mal auf, 600, ungefähr 600 Jahre. Mathe war es gar nicht so schlecht. Mathe ist gar nicht mal so schlecht, ne? Mhm. Egal, so, wir haben, wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. Okay, es kommen wir dazu, was es wirklich wichtig ist. Liebe Menschen, liebe Besucherinnen und Besucher, das ist plus minus das Setup, was demnächst unsere Halle 59 zieren wird, was von euch mitentwickelt, mitdesignt und mit möglich gemacht wurde. Ich möchte dazu 2 Sachen sagen. Zum einen ist das Setup, was feststeht. Also es wird jetzt an keiner Stelle irgendwo noch eine Diskussion aufgemacht, können wir nicht das und dort noch verschieben. Nein, das bleibt so, weil sich wirklich viele, viele Menschen dafür Gedanken gemacht haben. Und es auch gar nicht so einfach ist mit diesen unterschiedlichen Deckenhöhen und diesen ganzen Pfosten, die überall drinstehen, dass das noch einmal groß zu ändern, dass wirklich alles da berücksichtigt wird. Und zum anderen kann es durchaus nochmal sein, Carola hat das angesprochen, mit den Baumaterialien, dass sich hier und da nochmal eine Kleinigkeit verändern wird, weil dann vielleicht doch etwas mehr aus Beton sein wird oder hier so ein Holzflat verschwinden wird. Ich erkläre das mal so ein bisschen, damit ihr eine Orientierung habt. Das ist der Draufblick von oben. Wir kommen gleich noch an 3D-Fotos von der Seite. Man kommt hier rein, das kennt ihr. Hier steht aktuell der Bauwagen und was wir gerade noch nicht eingezeichnet haben, ist hier, wo ich das so markiere, der Café-Aufenthaltsbereich. Also da wird eure neue Chillbase sein, da wo auch die Eltern ein bisschen rumsitzen können, Kaffee trinken können. Wir werden hier so neue Container reinbauen, wo auch da Sachen angeboten werden. Aber ihr seht auch hier, es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, sich in der Halle so ein bisschen gemütlich zu machen. Diese mobilen Rampen hier vorne sind verschwunden, ihr seht das. Und dafür hat sich der Fight von Landscape etwas Cooles überlegt. Wir kriegen hier noch ein weiteres festes Feature hin. Eine Hip,
Die ist relativ flach, super easy zu skaten, zu fahren. Da geht auch mein BMX sowas wie, keine Ahnung, ein Bissler to Manual, weil die einfach nicht so steil ist wie unsere aktuelle Hip. Und was ihr hier so angedeutet seht, das ist ein leicht schräger Wallride, was, glaube ich, ein richtig cooles Feature ist und was man gar nicht so oft hat. Und stellt ruhig Fragen, ne? Dafür sind wir jetzt hier, wenn ihr Nachfragen habt. Vielleicht noch an Hans, der fragt nämlich, gibt es noch alte Rampen aus dem alten Park zu verkaufen? Nein, die sind alle versprochen. Genau, die sind schon, da gab es eine Möglichkeit, bei Insta haben wir das auch publiziert, sich drauf zu bewerten, die sind alle weg. Hier seht ihr einmal groß die Streetfläche. Es gibt hier ganz viele mobile Features, also hier kann man, wie gesagt, auch eine Bank reinstecken, dass beide Grind-Seiten auch eine Bank haben, aber man hat auch eine Treppe, wenn man mal einen raushauen will. All das, was hier grau ist, ist aus Beton, also auch diese Quarter hier so eine richtig coole, funky Quarter, und alles andere ist aus Holz gedacht. Hier seht ihr den Jump-Bereich und hier hinten den neuen Bowl, der tada, aus Beton sein wird. Und das ist ein richtig, richtig heißes Teil. Carola, wir wurden auch gefragt. Nein, das machen wir am Ende. Das machen wir ja. als Schlusswort. Aber guck mal, Johnny die fragt die Jumpbox. Ja. Kommt die Jumpbox, kommt nach der Jumpbox die Step-Up. Genau so ist es. Wir haben auch gleich, Johnny, ich gehe gleich noch auf den Jump-Bereich ein, noch ein Foto, wo das Ganze noch besser deutlich wird. Ich mache mal eins weiter. Haben wir jetzt nochmal ein Close-Up vom Street-Bereich. Jetzt wird das Ganze, glaube ich, nochmal ein bisschen besser vorstellbar. Also auch hier der Wallride wird jetzt, glaube ich, klarer. Jonathan, die Jumpline ist aus Holz. Die wird aus Holz sein. Keine Sorge. Nur, was ich meinte, dass es sein kann, weil wir die Brandlast minimieren müssen, dass diese Flats hier zwischen, dass die wie aktuell auch aus dem normalen Hallenboden bestehen werden. Aber diese Vertwall zum Beispiel zum Schwung holen und auch diese beiden Jumpboxen, die werden aus Holz sein. Genau, guckt euch das ein bisschen an, stellt euch Fragen. Ach ja, das Feature hier oben, das ist eine ziemlich coole Bank, die kann man auch mit einem Subrail zum Beispiel ergänzen. Also so ein Stecksystem, wo man es rein und rausholen kann. Das war auch ein cooler Input aus dem Vortreffen. Und auch hier aus diesem Curb, was ich meine, sowas wie 35 cm hoch ist, ziemlich Skateboard geeignet, da kann man eine 20 cm Extension draufstecken, dass die BMXer da auch eine 55 cm hohes Curb haben. Also auch da wurde an die verschiedenen Zielgruppen gedacht und ist, glaube ich, ziemlich cool gelöst worden. Mathis merkt noch an. Vollkommen richtig, Mathis, und deswegen bauen wir auch nicht alles aus Beton. Also hier auf diesem Bild ist tatsächlich nur diese Quarter aus Beton. Ja, alles andere ist aus Holz. Und nebenbei kann man auch Beton wieder weghauen. Ist halt ein bisschen mehr Akt. Das Coole ist bei Beton, wir haben keine Wartungsarbeit und es fährt sich tatsächlich auch ein Ticken besser, vor allem mit Skateboards. Der Blick in die andere Richtung. Hier sieht man, dass dieser Volcano auch aus Beton ist und diese ganze Quarter-Section hier ist auch aus Beton. Ziemlich cool hier so mit einem Channel, hier einem smoothen Elevator auf die etwas höhere Quarter. Man sieht hier noch so ein kleines Bank-to-Bank-Feature, wenn man runter von den Curbs vom Rail kommt. Hat hier so ein Slappy-Hip an der Seite, habe ich auch äußerst selten bisher gesehen, glaube ich für die Skater super interessant und echt ein kreatives Feature. Und wenn man hier jetzt diese Hip springt oder auch den Wallride fährt, kommt man hier genau nochmal auf diese Quarter drauf zu und kann die Hip springen. Also man hat so ein bisschen die Möglichkeit, vor- und zurückzufahren, hat aber auch, wenn die Halle leer ist, über diese Hips, die Volcano und auch die Bank hier, super coole Möglichkeiten, wirklich kreativ kreuz und quer einen richtig coolen Flow reinzubringen. Und jetzt schreibt hier der Patrick, cool, die rückwärtige Rampe ist mit dabei. Wir hatten hier noch eine richtig coole Idee. Ihr müsst euch vorstellen, der Jump-Bereich, um euch mal so eine Vorstellung zu geben, man hängt hier oben ab, so auf dem Table. Und dann ist jetzt die Idee, runterzukommen, entweder diesen Roll-In hier runterzufahren, das war eine coole Anregung aus dem WCMX-Bereich, oder meinetwegen auch wie aktuell den Step-Up rückwärts zu springen. Der Step-Up wird übrigens ein bisschen steiler, ein Tickchen größer sein als aktuell und auch eine schöne durchgeschäbte Landung haben. Und dann kommt man hier auf die etwas schmalere Jumpbox zu, die einen flachen Table hat, also perfekt, um Trick-Flyouts zu üben, wie Barspin oder Tailwhip. Das war uns ganz wichtig, das auch als eine Möglichkeit zu bieten. Oder einfach nur mit einem, keine Ahnung, No-Hand drüber zu flowen. Springt hier drüber und dann sehen wir ja das Foto hier, kommt hier auf die Vertfall zu, kann richtig Bums holen, um dann hier über diese Step-Up drüber zu fliegen. Und die Step-Up Jumpbox ist eine richtige Jumpbox, die hat eine 3,25er Breite und einen Step-Up von 30 cm. Die ist dann wirklich zum Senden gedacht, dann kann man gute Trickmanöver auspacken und kommt danach immer noch auf den Step-Up zu,
den man dann auch nochmal mit dem Abschlusstrick finishen kann. Man kann aber auch von hier quasi runter droppen und nur den Step abfahren. Also wir haben hier eine große Anzahl an Möglichkeiten. Wenn ihr euch erinnert, zuvor war das hier nur eine breite Step, eine breite Jumpbox, die hätte man immer backwards springen müssen und eine Spine. Und so haben wir viel mehr Möglichkeiten. Man kann das diagonal zickzack springen und wir werden sowohl einem anspruchsvollen Fahrer, der auch hier mit Tricks von links nach rechts transversieren kann, als auch Anfängern über den Roll-In und den Flyout-Step-Up, die Flyout-Jumpbox werden wir gerecht. Und was hier nebenan noch steht, ist einfach eine coole Platzgewinnung. Direkt vom Halle 59 Büro vom Crow Store so eine Mini-Ramp-Spine-Section, die man an für sich alleine fahren kann, damit auch die Spine erhalten bleibt. Man kann aber auch hier hinten den Transfer in die Jumpline reinmachen, wenn man denn den Platz hat. Genau. Es wird noch gefragt, bleibt was Altes? Nein. Nee, alles raus. Alles kommt neu. Ich glaube, so ein, zwei kleine Flatrails behalten wir und vielleicht so diese kleinen Kicker, weil wir brauchen ja auch noch Sachen fürs Rappen-Spezial, für die Nachbarhalle. Ja, aber der alte Step-Up, alle alten Rampen werden komplett... Guck mal, Johnny schreibt, richtig geiler Park. Ey, gibt uns doch gerne mal ruhig mal so, alle, die noch zuhören, zuschauen, so ein paar Feedback. So, ist das cool, ist das schlecht? So auf einer Skala von 1 bis 10. So, wo seht ihr diesen Park? So. Genau. Und seid bitte ehrlich, ey, wenn es jetzt eine 2 ist, komme ich da drauf klar. Zeig noch mal den Bowl, weil wir haben noch 2 Minuten und dann ist nämlich unsere Zeit. Können wir ein bisschen überziehen? Doch, 2 Minuten können wir überziehen. 2 Minuten, wir dürfen 2 Minuten überziehen. Dann mach weiter, wir wollen das ist den Bowl angucken. Im Vergleich zum anderen ist das, glaube ich, echt eine coole Weiterentwicklung. Der andere war ja so wannmäßig und hier coole Idee auch von Landscape. Die haben da nochmal richtig Gehirnschmalz reingesteckt. Zusammen auch da mit unseren Jungs beim Treffen. Das ist eine ganz andere Nummer. Wir haben hier 1, 2, 3 Hips. Richtig cool. Wir haben hier Extensions, wir hätten sogar einen kleinen Taco auf 2,30 angesetzt. Wir haben hier diese Extension. Was ihr euch wegdecken müsst, ist der Channel. Das war eine kurze Idee, um Anfängern auch den Zugang zu gewähren. Der kommt aber weg, weil der den Gesamtflow stört. Und das Ganze wird aus Beton sein. Und ich finde das mega fett. Und wer das Gap des Parks noch nicht gesehen hat, ich zeige es euch, das ist natürlich aus der Word Wall hier rüber in den Bowl oder umgekehrt. Wer das als erstes macht, der kriegt von mir ein Magnum Mandel ausgegeben. Wenn eine Mandelallergie hat, der kriegt ein Magnum White. Gar kein Problem. Ihr seht, Mackels Augen leuchten. Carola, das bringt mich. Schön. Ich bin begeistert. Ich bin Bowl- und Trails-Fahrer. Ich feiere das mega ab. Ich bin super happy damit. So, ich sehe da Lines für Tage und Monate und Jahre. Ach, guck mal, Hans, nee, es gibt da keine Crashes, weil man ja normalerweise eine Jumpline, es fährt ja immer nur einer die Jumpline. Wenn man gerade den Step-Up fährt, ist da ja auch nur immer einer in der Line. Ne? Da muss man einfach, da fährt man halt alleine, genau wie in dem Bull ja auch nie mehr als eine Person rein ist. Und ich finde es ganz cool, guck mal, wir haben hier 10, 1000. 100, 1 Million, FXN444. Schreib mir gerne, warum ist für dich nur eine 1? So, was fehlt dir noch? Fände ich spannend, 12 vom Jonathan. Cooles Feedback, 8 von 10, finde ich auch super geil. Vielen Dank, das ist ein cooles Feedback, das macht mich als jemand, der auch viel zufrieden. Mit beschäftigt, macht das, glaube ich, auch ein bisschen happy. Schön, das freut mich. Carola, wir haben noch eine Frage bekommen bei Instagram. Ich möchte, glaube ich, noch auf 2 Fragen eingehen. Und zwar die eine Frage, was wird mit dem Eintrittspreis passieren? Wir haben jetzt eine größere Halle, nehmen wir jetzt 7 € Eintritt oder wie machen wir das? Nein, der Plan ist, dass der Eintritt so bleibt, auf jeden Fall erstmal vorerst. Also es ist nicht geplant, den zu erhöhen, auch nicht geplant, den im nächsten Jahr zu erhöhen. Natürlich kann es immer mal sein, in 1, 2, 3, 7 Jahren, dass der Eintritt etwas angepasst wird, 50 Cent. Aber das ist im Moment nicht geplant. Das heißt, wir haben dieses ganze Jahr mit dem jetzigen Eintritt geplant und auch haben auch nicht vor, das im nächsten Jahr zu erhöhen, weil wir den Umbau ja nicht selber finanzieren müssen. Gut, ich glaube, das reicht. Ich habe noch eine Frage. Ja. Was ist dein persönliches Highlight des neuen Parks? Wir haben noch 20 Sekunden. Mein persönliches Highlight ist der Gang zum Skateparkbüro und zum Crow, weil ich nämlich jetzt nicht mehr durch den Park laufen muss und umgefahren werde, sondern da ganz entspannt hinten rumgehen kann. Okay, mein Highlight ist auf jeden Fall der Betonbowl. Ich freue mich mega drauf, da die Hip zu sprengen. Wir haben noch 5 Sekunden. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram, bei E-Mail und seid nächste Woche wieder hier dabei. Nein, morgen ist wieder Kletter-Yoga von unseren Partnern aus dem Kletterbereich. Nächste Woche gibt es am Montag einen Skateboard-Tricks-at-Home-Workshop. Und am Mittwoch ein cooles Special
Girls, Special Girls, genau. Einfach. Girls, es gibt auch noch Artistik und es gibt auch noch Impuls, Gelabre. Und die ganzen anderen tollen Angebote von unseren Kollegen aus den Jugendzentren. Wir sind raus, wir sind fertig, die Regie guckt schon kritisch. Böse. Wir sehen uns bald, bleibt gesund, macht's gut, ihr Lieben.